Interessante Frage und führt immer wieder zur Verwirrung und vor allem zur Verblüffung. Beispiel, ich habe eine Autobatterie mit 12 Volt und 84 Amperestunden. Typisches Ding, kleine Batterie für einen Diesel. Gut, und ich möchte aber das Ding an einen Wechselrichter zum Beispiel für ein Camping anschließen, der aus diesen 12 Volt Gleichspannung 230 Volt Wechselspannung macht. Und ich möchte einen Verbraucher, ich nehme es mal glatt, damit ich das Doppelte habe, damit ich nicht lange rumrechnen muss, von 460 Watt. Wir tun mal so, als wenn der Wechselrichter ideal wäre. Also wenn der einen Wirkungsgrad, Leute, guckt mal ab und zu auf den Link, also wenn ich hier Links anfüge, dann führen die zu weiter vertiefendem Wissen. Der Link, der heißt dann immer I und dann bleibt das Video hier stehen und wartet hier. Also der Wirkungsgrad ist hier in diesem Fall 1, also ideal, was ich an Leistung reingebe, die 12 Volt mal entsprechende Ampere. Achtung, die Amperestunden sind die Kapazität, da komme ich gleich drauf. Das kommt auch genau wieder raus an Leistung, wir tun mal so. Die Leistung wird übrigens bei der Elektrizitätslehre berechnet, P ist U mal I, P. Abgegeben ist also genauso wie P zugeführt. Ich möchte diese 460 Watt an diesen Wechselrichter anschließen, also ich lasse den jetzt 460 Watt abgeben, das heißt, ich muss dem auch 460 Watt zuführen. Gut, bis dahin ist es in Ordnung. PSU mal I heißt hier 460 Watt entstehen aus 230 Volt mal 2 Ampere. Notfalls wieder, falls ich das hinkriege, hier oben die Links betrachten. Jetzt heißt hier aber die Gleichung nicht 230 Volt, sondern ich habe ja nur 12 Volt mal und weil ich die Stromstärke nicht weiß, I. Jetzt kann ich die Formel umstellen, entsprechend durch 12 Volt teilen, also durch 12 Volt. Dann habe ich, ich mache mal hier oben weiter, I ist gleich 230 Volt mal 2 Ampere und das Ganze durch 12 Volt teilen. Die Volts kürzen sich raus, das ist gut. Vielleicht komme ich dazu, wie man mit Einheiten umgeht. Ich kann meinetwegen auch noch kürzen. Durch 2 ist 1 und nochmal durch 2 ist 6. Es bleibt mir 230 durch 6 in Taschenrechner einzugeben, habe ich mal schnell vorbereitet. Das wären 38,3 Periode 3 Ampere. Olala. Also fließt hier auf der Seite hier P zu. Und sagen wir I zu dazu, ein Strom, also I zugeführt von rund 38 Ampere. Puh, das ist viel. Und jetzt können wir ganz leicht rechnen. Die Kapazität waren ja 84 Amperestunden. Wie das mit der Batteriekapazität funktioniert, dazu füge ich auch nochmal einen Link an. Muss ich hier nicht lange drauf eingehen. Und jetzt kann ich sagen, okay, diese Kapazität, die 84 Amperestunden, ergeben sich also aus 38 Ampere mal, ja, wie viel Stunden, mal die Zeit. Ich teile also durch 38 Ampere, also durch rund 40 Ampere und kann sagen, naja, das ist ein bisschen mehr als 2 Stunden, was diese Batterie dann mitmacht. Mehr wird nicht übrig bleiben. Lasst euch nicht verwirren, erstmal so umrechnen und immer sagen, bei idealem Wirkungsgrad, ne, P ab und P zu sind gleich und dann geht das los. Und dann kann man das so machen, wie ich es eben beschrieben habe. Wie gesagt, achtet auf die Links. Zum Schluss werde ich jetzt auch nochmal Links anfügen, ob euch das Video auch gefallen hat, wie auch immer, ob es euch hilft. Ich hoffe es. Hinterlasst irgendwas, damit ich weiß, wie ich weitermachen muss. Das mal als dieser Tipp. Also macht's gut. Tschüss.